Hallöchen, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einem, ich sag mal, weiteren Urlaubsprojekt meinerseits. Und ich hatte einfach mal wahnsinnig Bock, Cities Skylines zu zocken. Das ist quasi das Spiel, was SimCity immer mal werden möchte oder wollte und es nicht geschafft hat. Aber dieses Spiel ist wirklich genial. Ich möchte noch ein paar Sachen dazu sagen, und zwar, wer sich halt wundert, warum ich gerade momentan sehr wenig in den Kommentaren aktiv bin, was ich ja normalerweise bin. Das hängt damit zusammen, dass ich momentan im Urlaub bin und diese ganzen Geschichten hier vorproduziert sind. Genauso wie Game Dev Tycoon und die ganzen Minecraft-Folgen, die momentan kommen. Und ja, wer da noch weitere Informationen braucht, der schaut sich am besten das Informationsvideo an, was ihr auf meiner Kanalseite finden könntet oder könnt. Ja, könnt auf jeden Fall, müsst ihr auf jeden Fall da sein. Leichte Verwirrung mal wieder hier. Ja, nee, kommen wir jetzt mal zum Thema. Wer hat denn schon mal nicht davon geträumt, irgendwie sein eigener Bürgermeister zu sein oder sonst irgendwas? Ich ehrlich gesagt nicht, das wäre mir viel zu stressig. Aber so in einem Let's Play kann man das mal machen. Und da sich neulich auch noch beschwert wurde, dass dass meine Musikplaylist zu langweilig geworden ist. Ja, ich habe mal ein bisschen rumgeguckt, und wer sich dann jetzt gleich dabei beschwert, dem kann ich auch nicht mehr helfen, Leute, weil das ist nämlich die geilste Mucke überhaupt. Und ich würde sagen, mit diesen wundervollen Klängen legen wir einfach mal los. Wir starten natürlich ein neues Spiel. Ach so, eine Sache habe ich noch vergessen. Wir werden das Ganze in 720p veröffentlichen. Das hängt damit zusammen, dass dieses Spiel zwar gut ist, aber doch ein paar Performance-Probleme hat. Ach so, und dann wollte ich euch noch was zeigen. Und zwar, ich habe hier zwei Mods drin. Und zwar einmal nur, dass wir diese ganzen viereckigen Länder, die es gibt, haben können. Und dass wir diesen heftigen Vogel da oben los sind. Das habe ich auch noch installiert, weil das ist so eine Sache, das nervt einfach nur. So, jetzt wollen wir aber loslegen hier, verdammt nochmal. So, neues Spiel. Namen habe ich schon. Das muss ja irgendwo heimatgerecht sein. Ich meine, ich komme zwar nicht direkt von da, aber die Nähe passt schon ungefähr. Und das kennt wenigstens jeder. Also, legen wir los. Und da passt natürlich nur die Küstenlagune dazu. Was haben wir denn hier? Wir haben Überfluss an Ölrohstoffen natürlich. Ja, typisch Hamburg, Huste. Erz sind wir dabei. Ja, wir haben nicht alles dabei, was wir brauchen. Ich würde mal sagen, wir legen einfach mal los, oder? So. Steuern und Gebäudestufen. Gut, so lesen ist nicht mein Fall. Lassen wir. Ja, hallo. Das machen wir mal aus. Ich habe das Spiel schon mal ein bisschen gespielt. Daher erspare ich jetzt mal die ganze Geschichte mit dem Vorlesen und keine Ahnung was und wie auch immer. Und wir gucken uns hier mal ein bisschen um. Lol, das ist ja geil. Das finde ich richtig cool. Ich kann mir jetzt schon vorstellen, wie ich das Ganze einigermaßen bauen werde. Ich möchte das hier so rund machen. Ich will jetzt keine Straßenbahn später. Ich mache mal hier auf Pause, damit mich hier keiner nervt. Ich glaube, das kommt richtig cool, wenn wir hier so Wohn- und Gewerbegebiete hier so rund um diesen See hier rumbauen. Und die Industrie, keine Ahnung, die müssen wir irgendwann weit entfernt bauen können. Ach, wir haben noch nicht diese Übersichten. Hahaha. Sonst hätte ich gesagt, ich guck mal eben, wo die ganzen Rohstoffe sind. Aber so geht's natürlich gerade nicht. Gut, wir haben momentan nicht viel zur Auswahl. Das wird nachher alles irgendwie freigespielt oder freigeschaltet, besser gesagt. Ich mache das hier mal eben zusammen. Dann meckert der schon mal nicht rum. Dann bauen wir mal eine. Das wird teuer jetzt, ne? So mit einer zweispurigen Straße. Nee, komm, pass auf. Dann machen wir lieber erstmal eine einspurige, weil wir haben nicht viel Geld und Einnahmen haben wir schon gar nicht. Und ja, bauen wir mal bis hier und dann gehen wir einfach mal hier zum See ran. Machen wir das so? Ja, komm, das machen wir mal so. Wir können da mal ein bisschen ausprobieren. Und jetzt folgendes. Jetzt wollte ich das ja so ein bisschen rund machen. Ich gehe mal bis hier, weil wir können nämlich auch wunderbar so runde Geschichten hier bauen. Und ich glaube, das machen wir mal so. Ich bin mir noch nicht sicher, was nachher am Ende dabei oder daraus wird. Aber wir werden das recht schnell sehen, ob das hier so fruchtet oder nicht. Ihr könnt ja mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Aber lesen werde ich sie nicht, weil ich nicht da bin. Das war richtig dumm gerade von mir, ehrlich. Okay, lassen wir das. Gut, dann machen wir mal hier weiter. Das gefällt mir noch nicht so ganz. Oder wir machen das mal eben so, dass wir ein bisschen kürzer nehmen. Nee, jetzt ist zu viel im Wasser. Warte mal, komm, da müssen wir. Oder wir gehen mal einfach bis hier. Und machen das dann so. Ja, ich glaube, das kommt besser. Ja. Ja gut, jetzt haben wir hier, glaube ich, ein bisschen was verschwendet. Ach, das macht nichts, komm.
Als erstes bauen wir auf jeden Fall Wohngebiete und hier, das ist glaube ich die beste Lage, die man überhaupt hier in unser Neu-Hamburg haben kann. Deswegen bauen wir hier alles mit Wohngebieten zu. Und ja, diese runde Bauweise, ich weiß, das ist nicht die effektivste. Das gebe ich auch gerne zu. Aber ich finde, bei solchen Spielen, da muss das Auge auch was zu gucken haben und deswegen machen wir das so. Und ganz ehrlich, durch die Mod mit den 25 Flächen hier übrigens, wer das nicht weiß, das ist dieser komplette Bereich, alles. Alles das hier gehört nachher uns. Und da haben wir auf jeden Fall noch genug Platz, sodass wir hier so ein bisschen auf Effektivität scheißen können. Also, ja, wir müssen es halt nicht übertreiben. So. Okay, jetzt haben wir schon ein paar Wohngebiete hier ausgewiesen. Jetzt müssen wir mal gucken, dass die Leute irgendwo einkaufen können. Dann machen wir mal hier so 3 Stück und vielleicht hier nochmal eben so 3 Stück. Das ist ja nicht weiter wild erstmal. Aber bevor wir weitermachen, brauchen wir auf jeden Fall noch Wasser. Ich nehme gleich diese große Station. 2,5. Und der macht... Der ist sogar 3,5. Warte mal. Wir machen diese Pumpstation. Und jetzt müssen wir gucken hier. Warte mal. Da hatte ich kurz einen Frosch im Hals. Jetzt müssen wir gucken hier. Sie haben wir diese Strömung angezeigt. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier die Pumpe hinstelle und hier so ein Abwasserding, dann würde das Abwasserding hier das Wasser rauspumpen und die Pumpe wird es wieder einsaugen. Und das wäre ziemlich dumm. Das heißt, ich bin dazu geneigt, die Pumpe... weg. Die Pumpe hier so... Wo geht denn das hier? Das ist alles außerhalb der Stadtlinien. Na egal, dann machen wir die Pumpe hier hin. Hier so. Und das Abwasserding kommt dann hier ganz in die Ecke, damit das auch nicht stört. Wunderbar. Jo, jetzt müssen wir das Ganze nochmal eben kurz ein bisschen mit Wasserrohren verbinden. Ja, gehen wir einmal hier zum Stadteingang und ja, dann gehen wir einmal noch hier eben so rum. Ganz ehrlich, hier rund verlegen wird nichts, weil es erstens nicht geht und ich würde mir zweitens auch nicht die Mühe machen. Weil diese Wasserrohre sieht man nicht allzu oft, sagen wir es mal so. Gut, jetzt haben wir Wasser. Jetzt müssen wir gucken, dass wir noch ein bisschen Strom rankriegen. Hier diese dunklen Ecken, die zeigen an, wo viel Wind ist. Und wenn ich so ein Ding hier hinsetze, bringt es gar nichts. Ich möchte eine Windturbine platzieren, richtig. Gut, wir werden erstmal diese Windturbinen hier hinstellen und später kriegen wir diese hier, die kann man im Wasser platzieren und die mache ich dann hier innen drin voll. Aber erstmal die kleinen, machen wir mal so. Gut, die sind gleich angeschlossen, das ist perfekt, aber hier hinten ist noch nichts angeschlossen. Das machen wir mal eben einfach so, wobei hier auch noch nichts ist, ne? Eventuell müssen wir dann mal eben gucken, dass wir da... einfach Gewerbe auffüllen, keine Ahnung, was machen wir eben so. Also generell ist es so, dass bei Strom die Häuser das auch untereinander weitergeben, aber wenn die halt zu weit auseinander sind, so wie hier, dann funktioniert es nicht. Und ich mache mal hier Play, wir machen mal den zweiten Pfeil an. Und dann gucken wir mal, wie das hier so weitergeht. Er hat noch keine Connection. Ja, lassen wir das erstmal laufen. Ich bin auch fast... Nein, erreichen Sie Meilenstein. Ja, machen wir später. Ich bin auch fast dazu geneigt, das Spiel auf dreifache Geschwindigkeit laufen zu lassen. Mal sehen. Gucken wir mal. Ja, dann hoffe ich mal, dass euch die Musik gefällt. Ich werde auf jeden Fall... Also momentan sind es nur 20 neue Tracks, aber... Da werde ich mal gucken, dass wir nachher noch neue dazu bekommen. Wirtschaftsfenster freigeschaltet. Hier können wir übrigens so Steuergelder oder Budgets für die einzelnen Gebiete einstellen, aber... Das mache ich erstmal nicht. Ja, die haben jetzt alle keinen Strom, weil hier halt nur der Anschluss ist und hier die Häuser nicht wachsen. Da sind die Leute ehrlich gesagt selber dran schuld. Ja, hätten sie hier anfangen müssen zu bauen. Ja gut, dann warten wir am besten mal, bis die hier vorne angekommen sind. Also so mit wachsen meine ich. Naja, die heulen halt alle rum wegen Strom und bla und blub und keine Ahnung, was alles. Habe ich schon diese Dinger? Ah, noch nicht alles. Weil hier gibt es nämlich Naturrohstoffe und dann können wir nämlich mal gucken, wo es sich lohnen würde, Industrie hinzubauen. Aber so ein bisschen Standardindustrie brauchen wir, glaube ich, so oder so und das mache ich mal eben. Machen wir einfach hier so einen Klotz hin, das sollte ja reichen dann. Und wir machen mal eben den dritten Pfeil an, weil jetzt gerade zu Anfang ist es doch ein bisschen langwierig und nervig, bis das Ganze nachher richtig läuft. Ja, wir sehen schon, unsere Kohle geht runter, aber so langsam kommt ein bisschen Geld rein. Das wird sich auch noch im Laufe des Spiels ändern.
Es sei denn, wir verkacken komplett, aber wie gesagt, ich habe schon mal angezockt, eigentlich geht's vom Geld her. Da kommt man eigentlich recht gut hin, wenn man nicht total blöd ist. Infoansichten. Haben wir was Neues bekommen hier? Nee. Wind haben wir, Verkehr. Ja, das sind so Sachen, die... Ups, die brauchen wir alle nicht. Was wir brauchen, wäre die Industrieansicht. Aber die kriegen wir noch. Alles zu seiner Zeit. Was ist denn? Bau doch hier vorne Dinger hin. Alter Falter, was ist mit euch... was ist mit euch los? Achso, nee, so. Eventuell helfen wir hier mal kurzfristig aus. Sonst meckern die noch richtig lange rum hier. Ja. Jetzt ist auf jeden Fall schon mal das Gemecker weg. Und jetzt fangen sie hier vorne an zu bauen. Mann, sind die schlau. Ja gut, dann gucken wir uns mal hier an, was wir hier haben. Wir haben hier diese ganzen Meilensteine. Für jeden Meilenstein, also jetzt zum Beispiel, erreichen sie 460 Einwohner. Dann kriegen wir so eine Darlehengeschichte, Steuern. Und hier kann man dann immer sehen, was man freischaltet und was nicht. Ja, dann gibt es hier auf jeden Fall wieder teure Sachen. Also Bildung, Gesundheitswesen, Müll. Das sind halt so dann die nächsten Stufen, die wir bauen müssen. Aber wie gesagt, erst bei 460 Einwohnern. Ja, ich würde sagen, wir brauchen gewaltig viel Wohngebiet. Übrigens für die Leute, die so diese Städtebausimulation nicht so gut kennen. Grün ist immer Wohngebiet, blau ist Gewerbe und dieses Orange, was wir eben gesehen haben, ist Industrie. Und jetzt sehen wir gerade, dass unser Wohngebietbedarf sowas von extrem hoch ist. Und dass wir da mal ein bisschen was bauen müssen. Und ich würde sagen, das machen wir mal hier so ein bisschen. Dann machen wir das hier nochmal so ein bisschen. Ich möchte hier noch ein bisschen Platz lassen für eventuell Gewerbegebiete. Aber machen wir das erstmal so. Jo. Was gibt's hier? Achso, genau. Dieses Symbol hier, das ist übrigens dazu, dass die keine Arbeiter haben. Die sagen, das sind halt weitere Optionen. Ich möchte keine weiteren Optionen haben gerade. Huch. Achso, und per Leertaste kann man das Spiel übrigens pausieren. Ist ganz praktisch eigentlich. Vor allem mit WASD kann man hier wunderbar die Karte bewegen. Also das ist schon die Sitzhaltung wie bei einem Ego-Shooter. Das haben die schon ganz gut entwickelt hier. So, was ist hier los? Ihr habt keinen Strom, weil das eine Ding nicht mehr ausreicht, ne? Jo, habe ich befürchtet. Ja, die bringen halt nicht allzu viel. Aber wie gesagt, die anderen nachher, die sind wesentlich besser. Also diese hier, die machen... Wie machen die denn? 0 bis 20 und... Oh, Meilenstein, cool. Ja gut, dann machen wir damit gleich weiter. Aber erstmal hier, die machen nur 0 bis 8 und die 0 bis 20. Also das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Ja gut, wir haben jetzt ein paar Sachen freigeschaltet. Zum einen haben wir hier die Arztpraxis. Die sollten wir mal definitiv bauen. Tendiere dazu eigentlich, das Ding recht zentral hier hinzusetzen. Hier so vielleicht, ja. Ich glaube, das kommt gut. Dann als nächstes eine Schule, die könnte man auch hier so hinsetzen. Oder vielleicht mehr so hier, ja. Dann haben wir noch Mülldeponie, die sollte natürlich nicht hier stehen. Wir sehen hier schon diesen lilanen Kreis drumherum. Das gefällt ihnen noch nicht so gut. Was aber auch schlecht ist, wenn ich das Ding hier hinbaue, dann haben, warte mal, dann haben die da unten rechts kaum noch Einzugs, also sind damit kaum noch betroffen irgendwie. Eventuell müssen wir das anders lösen. Ich mach mal hier erstmal ein bisschen Tempo wieder hin. Und zwar folgendes. Wir haben hier einmal eine sechsspurige. Diese Ringe hier außenrum, die werden nachher diese heftigen Ausmaße annehmen. Das heißt, auch diese Zubringerstraßen, die müssen langsam schon eventuell so ein bisschen größer werden. Ist da ein Raster an? Ich merke das gerade gar nicht. Nee, da ist kein Raster. Abknicken, umschalten. Warum macht ihr das nicht auf dem Raster? Ach so, wegen dem Kurvending. Alles klar, jetzt haben wir es. Ja, man muss sich da erst ein bisschen reinfuchsen. Jetzt haben wir hier 4000 für diese olle Straße. Aber das macht überhaupt nichts. Denn da wird nachher so eine Alleen draus gemacht. Das wird auch richtig cool. Und nee, weil warum ich die eigentlich hier hingesetzt habe, ist, damit das Ding hier wenigstens erstmal provisorisch einigermaßen zentral hier steht. Sodass quasi alle von den Typen... Genau, alle im Einzugsgebiet sind. Außer hier hinten so ein bisschen knapp, aber das ist erstmal egal. Das passt schon. Ja, wir brauchen immer noch massenweise Wohngebiete. Aber, was ich nochmal eben weitermachen werde, ist folgendes. Diese Zubringerstraßen für unsere lustigen Kornkreise.
Das ziehen wir jetzt eiskalt durch. Ich weiß, es ist eigentlich schweineteuer, gerade zu Beginn. Oh, kein Strom mehr. What? Aber das muss einfach sein, ja. Stufenaufstieg eines Gebäudes. Ja, ganz einfach. Wir haben jetzt halt diesen Arzt gebaut, wir haben die Schule gebaut und jetzt haben die halt langsam Bock, sich weiterzuentwickeln und dann geht's richtig ab. Warum ist denn das? Ich habe so das Gefühl, dass das Ding hier einfach mal überflüssig war. Denn die Verbindung haben die ja quasi schon hier, genau. Braucht das Ding Strom? Oh nee, oder? Nee, warte mal, das funktioniert doch schon. Ja, 1% voll, wunderbar. Geht doch. Gut, wir brauchen immer noch massenweise Wohngebiete. Das heißt jetzt für mich mal, dass wir den nächsten Ring bauen. Und da müssen wir gucken, dass wir den einigermaßen so bauen, dass die halt, oh, so zum Beispiel nicht, dass sie halt genug Platz haben, da ihre Häuschen zu bauen. Ich glaube, so kommt das ganz gut. Eventuell, ja komm, wir gehen hier noch einen weiter. Also so quasi. Damit die sich nachher halt nicht behindern. Ja, wäre ein bisschen blöd. Aber so ist das, glaube ich, ganz okay. Gut, dann bauen wir da ein paar Häuschen hin. Gleich müssen wir nochmal eben gucken, dass wir dementsprechend die Wasserversorgung machen. Denn das wird immer recht schnell eng, wie man hier sehen kann. Ja, noch passt es aber da. Sicher, sicher. Machen wir mal eben die Mülldingens auch noch mit daran. Und hier so auch. Und dann kriegen die hier auf jeden Fall auch nochmal eben kurz eine Leitung und dann passt das auch. Genau. Gut, der Bedarf an Wohngebieten sinkt erstmal wieder. Parks können wir noch nicht bauen. Das wäre jetzt auch zu schön bzw. zu einfach. Aber wir brauchen auch immer noch Wohngebiet. Das heißt, wir machen gleich den nächsten Ring weiter. Genau. Hier fehlt noch eine Zubringerstraße. Genau. Hier können wir übrigens bei diesem Werkzeug die Straßenmodis immer umschalten. Habt ihr wahrscheinlich jetzt schon gesehen bei mir oder wisst es selber schon. Ja, ich versuche halt nebenbei noch so ein bisschen was zu erklären. Und ich denke mal, diese Länge reicht uns erstmal und die freuen sich da gar nicht drüber. Aber wie gesagt, die kriegen nachher so eine Allee mit Bäumen. Oder beziehungsweise die hier und dann, genau, sechsspurige Straße mit dekorativen Bäumen und dann freuen sie sich wieder. Ja. Man hat halt am Anfang noch nicht so die ganzen Auswahlmöglichkeiten, aber das finde ich auch gut so. Sonst könnte man ja gleich alles bauen. So, wir machen hier mal das nächste Ding. Ich glaube, das hier kommt ganz gut. Ja, passt. Ja, dann machen wir auch nochmal eben noch ein paar Wohngebiete rein. So. Und wir könnten uns mal im Prinzip schon mal anschauen, was so der nächste Meilenstein ist. 900 Einwohner, dann kriegen wir ein neues Gebiet dazu. Und ich werde auf jeden Fall dieses hier unten kaufen, damit wir hier außen rum können. Wow. Gut, was haben wir denn da noch? Feuerwehr, Polizei kommt dazu. Ein paar Richtlinien. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe mit diesen Richtlinien noch nie irgendwie viel gemacht. Aber naja. Darlehen brauchen wir hoffentlich nicht. Ja. Wir können Industriespezialisierungen nehmen. Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Stromverbrauch, bla 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 bla. Ja, Polizei und Feuerwache, das ist so der Schwerpunkt im nächsten Bereich. Aber das warten wir erstmal ab. Wir brauchen immer noch Wohngebiete. Krass. Gut, dann würde ich fast sagen, wir gönnen uns hier nochmal den nächsten Bereich. War ich ein bisschen zu voreilig, glaube ich. Machen wir gleich mal so. Ja, komm, das müsste gehen. So, die füllen wir auf. Und ich sehe gerade noch so im Augenwinkel, dass wir noch Gebiet brauchen. Machen wir hier mal eben zwei hin und da so. Dann sollte das eigentlich schon fast passen. Mal eben nach dem Wasser gucken. Aha, habe ich mir fast schon gedacht. Auf jeden Fall kriegen diese Querstraßen hier den Anschluss. Gehen wir hier einmal durch. Und da, dann kann sich auch keiner mehr beschweren. Okay. So. Also das Wohngebiet bedarf Gedöns, das geht gar nicht runter hier, ne? Naja, gut. Kann man machen. Ich würde mal sagen, dass wir dieses Problem mit diesem Wohngebiet Gedöns mal in der nächsten Folge in Angriff nehmen. Ja, dann hoffe ich mal, dass euch die erste Folge von diesem Projekt hier gefallen hat. Wie gesagt, ich bin momentan nicht zu Hause und ich vermute mal, das ist jetzt wirklich nur eine Vermutung, weil es die erste Folge ist, dass wir jeden Montag oder jeden zweiten Montag jetzt City Skylines zocken. Mal gucken, wie ich mit dem Aufnehmen hinterherkomme, denn ich bin, wie gesagt, im Vorproduktionsmarathon. Ja gut, dann, wie gesagt, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da oder ein Abo wäre richtig cool.
Und dann hau da rein. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.